herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier heute, für heute in der Future Zone. Es geht jetzt um das freie Vektorzeichenprogramm Inkscape. Und ich zitiere, es wird was für Einsteiger geben und danach ein paar verrückte Sachen. Also viel Spaß mit Jürgen Weigert. Jawohl, dankeschön. So, ja, danke für zahlreiches Erscheinen. Mein Name ist Jürgen Weigert, ich komme aus dem FabLab aus Nürnberg und dachte, ich zeige mal, was wir Verrücktes, wie er schon gesagt hat, bei uns im FabLab tun. Ich mache bei uns auch normale Sachen. Ich bin so ein bisschen der Kursleiter für die Zeichenprogramme, jetzt gerade speziell für Inkscape. Das heißt, ich mache das schon ein bisschen öfter, ich kann es auch intensiver machen. Wir haben heute einen Slot von einer halben Stunde. Ich könnte es auch auf 2 Stunden ausdehnen. Das würde genauso funktionieren, mache ich aber nicht. Würde ich euch bitten, kommt da hinterher vielleicht zu mir an Stand, wenn noch was zu klären ist. Wir haben das FabLab Nürnberg, haben wir ganz hinten an der Halle, oben auf der Bühne, auf der Rückseite, wenn man da einmal rumläuft. Da sind wir auch morgen noch einen ganzen Tag da. So, was will ich heute zeigen? Ich will über dieses Programm Inkscape reden. Was ist das? Dazu bitte erst mal eine Frage ins Publikum. Wer von euch kennt Inkscape? Wer weiß schon, was das ist? Sehr schön. Dann lassen wir den Einsteigerteil weg. Machen wir gleich richtig weiter. Nee, ganz kurz für die anderen Hände, die jetzt nicht oben waren. Es handelt sich um ein Zeichenprogramm, ein sogenanntes Vektorzeichenprogramm. Das heißt, wir schubsen nicht Pixel rum, sondern wir ziehen Pfade und Kurven und Linien. Im Unterschied zu den bekannten CorelDRAW, Illustrator und was es da so alles noch gibt, Inkscape ist die Variante Open Source, frei im Internet erhältlich, kann man runterladen. Hier stehen die 3 großen Betriebssysteme da an der Wand. Funktioniert überall einigermaßen gleich gut. Wer es schon mal benutzt hat, schaut bitte auf die Versionsnummer. Das hier stimmt nicht mehr, was da steht. Die aktuelle Version heißt 92.4 mittlerweile. Vor einem Monat ungefähr rausgekommen. Also da lohnt es sich auch ein bisschen nach vorne zu gucken, dass wir immer wieder die neuesten Versionen haben. Jetzt, ja, so sieht die Inkscape-Webseite aus, wer es mal wieder erkennt. Download-Buttons da unten. Worum geht's? Es ist eigentlich ein künstlerisches Tool für kalligraphische Sachen, Text setzen, Design, Plakate malen und sowas. Und es zeigt sich, dass sowas Künstlerisches auch im technischen Bereich gar nicht so verkehrt ist. Das Einzige, was uns fehlt zu den schönen künstlerischen Teilen, ist exaktes Arbeiten. Dass ich sagen kann, aha, ich habe ein Maß von hier bis da, sind genau 5 cm, weil ich vielleicht was herstellen möchte, was genauso da ist. Dazu haben wir diverse Hilfsmittel. Wer weiß, was Bézier-Kurven sind? 1, 2, 3. Dann haben wir Fachpublikum heute, das ist gut. Ist durchaus einige Leute da. Dann können wir vielleicht sogar ein bisschen tiefer reingehen. Gut. Genau. So habe ich es gerade gesagt. Man sieht hier so ein lustiges Beispiel einer Bézier-Kurve. Das könnte man sich vorstellen, wird mal ein Stuhl, wenn es fertig wird. Ein bisschen Rückenlehne und Sitz hier. Und das wäre so ein typischer Knotenpunkt, wo man eine gekrümmte Form einfach durch einen Punkt, 2 Punkte und der 3. Kontrollpunkt ist da oben nicht zu sehen. Einfach so 3 Punkte definiert und ein bisschen zieht, dann kann man die Krümmung ganz genau einstellen dabei. Da haben wir schon so eine mathematische Präzision, die wird im künstlerischen Bereich geschätzt und die können wir natürlich auch wunderbar nutzen, wenn wir Dinge machen wollen. Ich habe gesagt, ich komme aus dem FabLab, das heißt, wir stellen Sachen her. Ich kann gerne mal ein paar Exponate Leuten in die Hand geben. Beispiel hier, sowas, das ist mit dem Lasercutter aus Holzplatten geschnitten, sowas. Das sind Teile, die, ja, oder mal einfaches Puzzle hier, ich gebe das mal auf die andere Seite, Sie können das gerne mal durchwandern lassen, wieder zurück. Das sind Teile, die sind jetzt gesteuert, mit Inkscape gezeichnet und dann steuern wir zum Beispiel einen Lasercutter damit an. Der kann uns die Holzteile schneiden und die wir dann zusammensetzen. Das heißt, ich bewege mich so an der Grenzlinie zwischen 2D und 3D. Was der Herr hier auf der Seite in der Hand hat, das ist reines 2D, das ist eine Fläche noch. Da sieht man, wie die Teile in der Platte liegen. Aber wenn man es zusammenbaut, wird es, genau wie bei der Lok, ein dreidimensionales Modell. Das wird so ein X-Wing Fighter für Kinder zum Star Wars. Also in 3 Minuten zusammenbauen sind Kinder glücklich. Also was ganz Tolles für die Jüngeren unter uns. Das ist so das Ziel, was ich habe, dass ich mit der Konstruktion in der Platte
Teile herstellen kann, die man hinterher ja, mit dem Lasercutter zum Beispiel ausschneidet und dann kann man es als Modellbausatz weitergeben, zusammenbauen lassen. Das ist das Klassische, was man mit Inkscape macht. Genauso, ich habe hier noch andere Geräte, den Folienplotter noch daneben stehen. Also wenn man die typischen T-Shirts hier anschaut von Organisatoren, die haben immer so eine Schrift drauf mit Make Munich dran und sowas. Diese Schriften müssen ja auch irgendwie auf das T-Shirt kommen. Exakt die gleiche Technik. Ich zeichne das, ich setze die Schrift und dann gibt es den Plotter, der das ausschneidet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit mit einem Werkzeug und dann sage ich jetzt auch auf allen Plattformen, diese ganzen Tätigkeiten auszuführen. Deswegen gefällt mir das relativ gut, das Werkzeug. Und dann, ja, man kann es noch ein bisschen übertreiben. Das werde ich dann am Schluss auch noch tun. Und dann auch noch ins 3D damit gehen. Inkscape ist ein 2D-Vektorprogramm. Also da gibt es nichts von wegen 3D. Aber wir sind ja nicht faul gewesen. Wir helfen uns da selber. Wir machen uns ein paar kleine Zusatzwerkzeuge, weil Inkscape kann man erweitern. Wer ein bisschen programmieren kann, da gehöre ich jetzt dazu. Ich bin Softwareentwickler. Kann man in Python kleine Programmchen schreiben, die man in Inkscape wieder einbindet. Und dann kann man das erweitern. Das ist so ungefähr der Hintergrund, vor dem wir das machen wollen. Und ja, so sieht das aus, wenn man Inkscape aufruft. Da hat jetzt jemand den Text Hallo geschrieben mit einer komischen Schattierung drin. Dann hat jemand ein Rechteck gemalt. Dahinter versteckt sich vermutlich ein Kreis. Das sind so die ganz primitiven Grundelemente. Würde ich jetzt mal einfach vorführen, ein bisschen zeigen, wie das so funktioniert, das Programm mal live zu sehen. Jetzt kommt wieder der Trick mit dem Mikrofonständer, was wir nicht vorbereitet haben. Jetzt lege ich das Mikrofon hin, dann macht es ganz laut plopp. Bühne der größte Mann. Ja, funktioniert. Ich muss bloß da an die Wand gucken, damit ich auch was sehen kann. Okay, gut. Also das ist das Programm Inkscape, was ich hier aufgerufen habe. Schauen wir mal, ob wir das getan haben, was ich gerade versprochen habe. Eine aktuelle Version. Wo steht die Versionsnummer? Der Projektor versteckt es da oben. Da steht aber 92.4 im schwarzen Bereich. Ich komme jetzt gerade nicht hin, um das Fenster wegzuschieben. Da ist er. So. Also, das ist die Version, die ich gesagt habe. Nehmen Sie bitte die neueste Version, die wir haben. Dann macht Spaß. Der Download war vorhin vielleicht ein bisschen schnell von inkscape.org. So wie der Name, so auch das Programm, die Webseite. Da kann man das runterladen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier der typische Start, wenn man mit Inkscape anfängt, sieht leeres Blatt erstmal. Das ist so, wie es typischerweise anfängt. Man bekommt die Größe eines Blatt Papiers irgendwie vorgegeben. Da kann man dran arbeiten. Und was ich mir üblicherweise erstmal tue, ich überlege mir mal, ist denn diese Größe vom Blatt Papier für mich überhaupt eine sinnvolle Einstellung? Auf den Dokumenteneinstellungen kann man das ändern. Da steht jetzt ja DIN A4 Blatt. Das ist für mich vielleicht nicht so sinnvoll, wenn ich mit einem Lasercutter arbeite. Das heißt, eine der Eintragungen wäre, ich stelle das halt mal, wie groß ist denn meine Maschine? Also, sagen wir mal 600 mm in der Breite mal 400 mm in der Höhe. Das wäre so ein typischer Lasercutter, den man vorfindet. Das kann man hier einstellen. Nachdem es ein amerikanisches Programm ist, haben wir auch sehr oft die Maßeinheiten natürlich in Pixel oder irgendwelchen seltsamen Dingen. Grundeinstellung Millimeter, damit es Spaß macht. Das wäre dann schon mal das Allerwichtigste. Man kann sich nochmal angucken, dass man Hilfslinien als Gitter im Hintergrund haben kann. Wenn ich präzise arbeiten will, möchte ich ja was einrasten, möchte ich was schnappen, dann ist das eine wichtige Sache. Ich mache mir das so auf so ein Millimeter-Raster hier. Die
die Gitterlinien und das kann man dann später mal benutzen. So, das Gitter zum Beispiel einschalten habe ich hier auf einer Taste. Das ist diese Doppelkreuztaste für Gitter an- und ausmachen. Und dann bekomme ich diesen lustigen Effekt, dass ich sagen kann, aha, nehmen wir mal das Rechteckwerkzeug da drüben. Also das drüben ist die Leiste mit den verschiedenen Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben zum Zeichnen. Das erste wäre jetzt mal das Rechteck. Dann sagen wir, zeichnen ein Rechteck. Das nehme ich, das Werkzeug, und dann sehe ich schon, wenn ich mit der Maus hier in die Fläche gehe, immer an den Kreuzungspunkten schnappt er mir ein. Das weiß ich, okay, dann habe ich schon mal exakte Maße. Also kann ich ein Rechteck, schnappe ich ihn auch wieder ein. Dann habe ich halt jetzt ein Rechteck hier gezeichnet, genau 40 mal 40 mm. Was sie hat. Der hat das hier so in Fünferteilungen, ne, angegeben. Genau, das ist das eine wichtige Werkzeug. Man kennt es von den klassischen Programmen, wie man es gewohnt ist. Alle Objekte, die man so hat, haben diese Anfasser außenrum. Damit kann man sie rumschieben, wie in jeder guten Textverarbeitung oder anderen Programmen. Kann man das, in der Grafik kann man das rumschieben. Bei Inkscape gibt es ein paar besondere Tricks noch. Es gibt nicht einfach nur den normalen, ich klicke es einmal an Modus, dann kann ich vergrößern. Ne, kann ich die Größe ziehen. Oder ich klicke es einmal an, ich klicke es zweimal an, dann bekomme ich hier andere Anfasser. Die sind dazu da, um ein Objekt zu drehen. Das heißt, da kann ich schön im Kreis rumdrehen. Jetzt war das nicht genau quadratisch, weil ich dran gezupft habe. Ja, genau. 50 mal 55. Machen wir das mal nochmal schön quadratisch. Jetzt ist 50 mal 50. Was ich nämlich schon gemacht habe, ich habe beim Drehen nebenbei die Steuerungstaste festgehalten. Wenn man das nicht macht, dann habe ich so ein freies Drehen mit krummen Winkeln. Das will der Konstrukteur meistens nicht haben. Steuerung Z geht wie üblich wieder zurück. Der Konstrukteur will wieder exakte Maße haben, zum Beispiel genau 45 Grad. Typische Sache. Steuerungstaste festhalten, 1, 2, 3, weil die Schritte sind 15 Grad Schritte. Ganz unten am Bildschirmrand kann man es auch sehen, da steht das. Drehen 45 Grad. Das ist eine der schönen Eigenschaften bei Inkscape, dass man immer alles, was man tut, hier unten gleich protokolliert bekommt. Also während des Arbeits, ein bisschen fies, darum sage ich das, während man sich in den Menüs und mit den Objekten beschäftigt, immer so ein halbes Auge auf dem Bildschirmrand unten, weil da steht, was gerade wirklich passiert. Wenn es irgendwas Komisches gibt, was nicht richtig funktioniert, meistens steht da unten der Grund, warum es nicht funktioniert. So, jetzt habe ich Quadrat auf die Spitze gestellt. Das ist das eine, was ich damit machen kann. Anderes Objekt zum Beispiel ist der klassische Kreis. Der ist gleichzeitig das Ellipsenwerkzeug. Das heißt, damit der Kreis wirklich rund wird, muss jetzt jemand mal da unten lesen, was man tun muss. Da steht was von der Steuerungstaste. Halte ich die Steuerungstaste, aha, jetzt kann ich exakt runde Kreise produzieren. Rastet wieder schön auf dem Gitter ein, das heißt, ich kann mir einen genauen Durchmesser überlegen, wie das da einrasten soll. So, jetzt haben wir mal gesehen, dass das die typischen Objekte sind. Es gibt noch viele mehr. Ein wichtiges müsste ich vielleicht noch erwähnen, das ist das Textobjekt, weil man natürlich immer wieder eine Beschriftung braucht. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, was schreiben zu wollen, dann kann ich sagen, Make Munich. Also logisch, Buchstaben muss man nicht malen, die kriegt man fertig vorgegeben. Ich habe hier eine ganze Reihe von Fonts zum Auswahl, die ich verwenden kann. Und ich kann eine Schriftgröße einstellen, also die üblichen lustigen Tricks. Jetzt sehen Sie schon, die Schrift sieht ein bisschen anders aus, als man das normalerweise gewohnt ist. Die hat so eine Randlinie außenrum und eine Flächenfüllung. Das haben wir jetzt ja bei den anderen Objekten genauso gehabt. Normalerweise kennt man Schriften einfach nur, das ist eine schwarze, dicke Linie. Dicke Linie bedeutet immer, das hat ja eine Breite, also hat es einen linken Rand, einen rechten Rand und dazwischen gefüllt. Alle diesen Details, die stelle ich hier eigens ein. Also ich könnte jetzt sagen, machen wir mal die schwarze Fläche, dass die wirklich schwarz gefüllt ist. Ja, ist ein bisschen grau geworden. Und machen wir mal gar keine Randlinie außenrum, dann sieht das so aus, wie die Schrift eigentlich sein soll. Für uns, wenn ich mit Lasercutter arbeite, mit so Schneidplotter, wie ich vorhin gesagt habe, ist die Flächenfüllung aber immer so ein falscher Freund. Weil der Laser füllt keine Fläche, der Laser fährt eine Figur. Ich kann ihm sagen, raster mir das. Ich kann ihm sagen, mach mir eine richtige Flächenfüllung. Ich gehe einfach ein bisschen näher ran, dann musst du nicht so laut drehen. Ne? Ist angenehmer. Also ich kann sagen,
ich mache eine Flächenfüllung, die wirklich gerastert werden soll im Laser, dann tue ich genau das, dass ich sage, schwarze Fläche. Ist von der Qualität meistens nicht so schön, weil dann sieht man die Spuren, wie die Maschine wirklich zeilenweise das aufbaut. Schöner ist es, wenn ich nur die wirklichen Linien fahre, weil dann sehe ich ganz präzise scharfe Kanten. Also wenn Sie sowas sehen, wie auf einer glasklaren Acrylplatte Beschriftungen sind, die sind dann meistens die Kombination daraus. Einmal die Fläche gerastert und dann nochmal außenrum mit einer schönen scharfen Linie, dass die Außenkontur der Buchstaben nochmal richtig deutlich wird. Das ist so ein kleiner Trick, den man gerne macht, um Schriften richtig schön hinzubekommen. Ich kann es jetzt wieder hier einstellen, indem ich zum Beispiel sage, innen eine andere Farbe als, also die Schrift haben wir, in der Hand. Die Schrift bitte, so. Ich kann jetzt da die Farbe wechseln und könnte dann, die Zweihandbedienung ist immer fies, ne? Auf der Tastatur nehme ich, damit ich hier unten mit dem Balken arbeiten kann, der setzt immer die Farbe von der Füllung. Aber wenn ich die Shift-Taste dazu drücke, dann setzt er die Farbe von der Randlinie. Das heißt, ich kann jetzt hier eine dünne schwarze Randlinie draufsetzen und habe trotzdem eine rote Füllung. Das ist so ein Prinzip, das funktioniert immer bei allen Objekten. Wer sich es nicht merken kann, was ich jetzt gerade mit der Tastatur so mache, das geht auch, alles geht aus den Menüs heraus. Die findet man alle hier oben in den Menüs, da kann man die sich einzeln raussuchen. Und in Wirklichkeit ist es so ein ganzes Formular, was man da bearbeitet. Da kann ich die Füllung einzeln einstellen, sagen wir Füllfarbe, machen wir die mal grün, damit man einen Unterschied sieht. Und dann kann ich die Konturlinie einstellen, und dann machen die mal rot. Und wahrscheinlich können Sie hinterrein gar nicht sehen, dass da in der Schrift eine Konturlinie ist. Dann mache ich die halt auch mal dicker. Ein Zehntel Millimeter ist schon sehr wenig. So, jetzt also ich kann das alles hier über so Menüs präzise einstellen. Lasercutter, naja, Dicke der Linie interessiert den gar nicht. Der hat seinen Spalt, was er schneidet. So fährt er dann durchs Material. Das heißt, ich mache mir die Dicke so, dass ich schön sehen kann. Da bin ich also frei in meinen Zeichnungen, wie ich das machen kann. Genau, und für alles das, was ich über die Menüs holen kann, was ich hier in diesen grafischen Elementen vorführen kann, gibt es natürlich auch Tastaturabkürzungen. Die sind dann fürs effiziente Arbeiten sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ich habe da was vorbereitet. Auf den Blättern sind mal die typischen Tastaturabkürzungen, die ich immer wieder gerne verwende, drauf. Das hilft sehr, den Einstieg zu kriegen, weil meistens die Frustration, wie geht denn das, wo ist denn das, wie erreiche ich die Funktion? Und wenn ich dann eh schon weiß, ja, da gibt es ein paar schöne Tasten, die kann man sich leicht merken fürs präzise Arbeiten, dann macht es mehr Spaß. Auf der Rückseite von den Blättern, wenn Sie es umdrehen, ich fürchte, ich habe jetzt zu wenig Kopien gemacht. Das müssten so irgendwie 15 Kopien sein, aber hier sitzen sicher 30 Leute im Saal jetzt. Das ist zu wenig. Also müssen wir noch ein paar Kopien machen. Wer sich dafür interessiert, darf gerne nochmal. Oder Sie fotografieren es einfach ab und geben es weiter. Gerne das auch. Ansonsten kommen Sie hinterher an den FabLab-Stand. Wir machen dann noch ein paar Kopien bei uns. FabLab Nürnberg oben auf der Bühne. Genau, auf der Rückseite finden Sie noch zusätzliche Hinweise. Und zwar, was ich vorhin schon angedeutet habe, wie stelle ich mir denn mein Inkscape ein? Millimeter Größe der Kisten. Diese ganzen Grundeinstellungen sind da auf der Rückseite drauf. Das kann man da sehen. So, dann machen wir mal ein bisschen interessantere Dinge. Man kann zum Beispiel jetzt sagen, ich nehme ein Objekt und ein anderes Objekt und schiebe die übereinander. Was soll da passieren? Die Überlappung davon bedeutet ja erstmal für die Maschine nichts. Der fährt die Figur Rechteck, der fährt die Figur Kreis. Das heißt, ich bekomme insgesamt drei Teile rausgeschnitten, wo sich das so überlappt. Wenn ich das nicht will, kann ich mathematische Funktionen anfügen und kann zum Beispiel sagen, STRG plus für vereinigen. Dann wird das eine Figur und die Linien in der Mitte sind verschwunden. Weil man darf sich da nicht täuschen. Also ich habe jetzt so ein bisschen so halbtransparente Sachen hier gehabt, damit man durchschauen kann. Wenn die wirklich flach übereinander liegen, die Figuren, und man hat keine Randlinien, dann sieht das ja ganz genauso aus. Das ist ein und dieselbe Figur. Ich sehe die Außenkontur. Aber der Laser würde da innen drin rumschnippeln. Und das muss ich ein bisschen unter Kontrolle halten, was ich da mache. Gibt es auch noch eine Tastenkombination, die steht wahrscheinlich auf dem Blatt. Man kann sich so einen Umrisslinienmodus rausholen, damit man sieht, was sind wirklich die Linien, die hinterher bei der Maschine geschnitten werden.
Das versteckt sich da oben bei Ansicht, Anzeigemodus, Umriss. Dann sehe ich so Linien. Ich mache mal Steuerung Z, wie es vorher war. Ja, das sind die Linien, die er wirklich schneidet. So sind die Objekte ja einzelne Objekte noch. Die kann ich noch verschieben, wenn ich es mit Steuerung Plus vereinige. Die Mathematik dazu sagt, Plus vereinigen, aber es gibt ja noch andere mögliche Sachen. Ich kann auch so die Schnittmenge bilden. Ich sage nur das Innere, wo sie sich überlappen. Das wäre die Multiplikation. Das ist auch eine andere. Also es sind so mehrere so boolsche, logische Operationen, die es so gibt. Ich gehe sie nicht alle durch. Die verstecken sich da im Pfadmenü. Da sieht man sie alle, was man tun kann. Jeder hat eine Tastenkombination hinten dran. Es sind viel mehr, als wir jetzt ansprechen können. Aber das Typische ist, was zusammenfügen oder auch was wegsubtrahieren. Ich gehe mal wieder in den normalen Ansichtsmodus. Anzeigemodus. Wo war er? Da. Normal. Was Typisches wäre jetzt auch noch, ich schneide aus dem Viereck einen Kreis raus zum Beispiel, dass ich Löcher reinstanzen kann. Müsste ich jetzt nicht unbedingt in der Zeichnung so ausführen, weil der Laser schneidet eh die ganzen Figuren und dann gibt es automatisch ein Loch. Aber wenn ich es als ein Objekt beieinander haben will, dass ich es bewegen kann und verändern kann, ist es natürlich praktischer. Machen wir mal einen kleineren Kreis, ein bisschen kleiner, dass das schön geht. Okay. Das ist der Vorführeffekt, ne? Ich habe es zum Absturz gebracht. Warum? Also, warte mal. Ich habe zwei Inkscapes laufen hier. Aha. Ich habe da zwei Inkscapes laufen. Das hier? Nee. Okay. Reagiert nicht auf Schließen, reagiert nicht auf Wegdrücken. Was machen wir dann? Und starten wir ein drittes? Ah, jetzt alle. Ich muss nur androhen, dass ich ein drittes starte, dann benimmt er sich. So. An der Seite steht es ein bisschen über, das stört jetzt nicht. Na doch, es stört, warte mal. Es stört, weil ich drüben nicht an die Menüs rankomme. Ah, da. Der Videoprojektor macht größeres Bild, als die Leinwand uns zeigt. Und wenn mir oben und links die Menüs fehlen, wird es echt schwierig. So, bleib mal so, das sieht gar nicht schlecht aus. Es fehlt unten, ja, okay. Machen wir wieder ein Gitter. Machen wir einen kleinen Kreis. Ah ja, ich habe keine Farben. Ich brauche das unten schon auch. So, jetzt habe ich unten meine Farben. Gib mir mal einen roten, schönen roten Kreis. So. So ist das schön. Und ein Rechteck, hat er gesagt, will er haben. Machen wir da mal was Quadratisches. 100, wo ist immer quadratisch? Noch eins rüber. Dann hätten wir 100. So. Zwischen den beiden kann man natürlich jetzt die Subtraktion machen. Und zwar folgendermaßen, das Objekt, was ich wegschneiden will, was also als Messer funktioniert, das muss oben liegen. Das heißt, ich muss mir das in den Auswahl, wo ist es? Auswahl, nee, ist nicht eben Objekt hier, nach ganz oben anheben. Das heißt, mit dem Kreis will ich ein Loch schneiden, der Kreis muss zeichnerisch oben drüber liegen. Sonst geht es genau andersrum beim Wegschneiden. Und jetzt kann ich sagen, ja, legen wir den da rein,
Ich wähle beide an und wegschneiden, wenn STRG Plus das dazufügen war, dann ist wegschneiden logischerweise STRG Minus. Dann habe ich hier tatsächlich ein Loch drin im Objekt. Und das bedeutet, wenn ich jetzt an diesem Objekt ziehe, dann ist das Loch da fest eingebaut. Das ist jetzt ein Drum. Ne? Das ist ein kleiner Vorteil, das zu haben. Ich möchte noch ganz kurz eine Minute erzählen, was Splines sind, weil wir vorhin das kurz angesprochen haben. Man kann aus so einem Rechteck ein Herz bauen. Sieht jetzt erstmal nicht so aus, als wäre Rechteck und Herz recht ähnlich. Aber was wir gerade schon gemacht haben, ja, wie viel Punkte muss ich zeichnen, damit ich ein Herz genau definieren kann? Also ich habe unten eine Spitze, das ist klar. Dann habe ich oben so eine Einschnürung und dann irgendwie die Bäuche an der Seite. Also das sind so vier Dinge, über die ich reden muss. Zwei Bäuche und zwei spitze Punkte. Das Ding hat jetzt vier spitze Punkte, vier spitze Ecken. Ist eigentlich technisch schon recht nah dran. Ich drehe es mal wirklich so. Ich lasse das Loch mal drin, mal schauen, was passiert. Ist eigentlich, in den Herz gehört kein Loch rein, ne? Ist klar. Aber ich lasse es mal drin. Und ja, jetzt schaue ich mir mal die einzelnen Objekte an, die hier sind. Aha, das ganze Objekt wird mit insgesamt 8 Kontrollpunkten gesteuert. Der Kreis hat 4 Punkte, das Rechteck außen hat nochmal 4. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, diese beiden Punkte, der linke hier und der rechte, die sollen sich bitte abrunden. Im Moment sind sie schon rechteckig. Da habe ich oben eine ganze große Werkzeugleiste, was man mit Punkten alles machen kann. Abrunden ist zum Beispiel hier. Na, rund geworden. Eine Spitze oben, eine Spitze unten. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den Punkt hier oben einfach mal so reinwärts ziehe. Na, da sehen Sie schon, das hat schon gewisse Ähnlichkeit mit dem Herz. Den unten, den ziehe ich ein bisschen tiefer. Dann kann ich sagen, ja, wird eine Herzform. Aber der Kreis macht jetzt komische Dinge da innen drin. Ne? Der hat sich nicht mitbewegt, weil ich jetzt einzelne Punkte kontrolliere. Also für so eine Spielerei wäre es wohl besser, wenn da kein Kreis in der Mitte drin ist. Sind 4 Punkte da innen drin. Entfernen drücken. Ah, was ist denn das? Habe ich einen zu viel entfernt. Ja, klar. Die 4, aber nicht den da. Den nicht. Nur die 4 vom Kreis. Die möchte ich löschen mit der Entfernen-Taste. So. Also ich kann sowas nachträglich alles wieder operieren. Wenn ich vorher was vereinigt habe, kann ich die einzelnen Steuerungspunkte anfassen. Und damit kann man jetzt mal spielen und überlegen, wird das ein Herz? Wann sieht das gut aus? Da kann man sich mal... Bin ich jetzt... Ja, jetzt bin ich eins verrutscht. Das ist nicht gut. Da unten. Ah, da... An der Spitze sind jetzt schon 2 Punkte entstanden. Da muss man mal ganz genau hinschauen, warum das hier 2 Punkte sind. Das ist sicher einer zu viel da. Den machen wir weg wieder. So, ist wieder einigermaßen symmetrisch, ne? Genau. Also ich kann da designerisch kann ich da spielen, genau. Und eine kleine Sache, damit man die verrückten 3D-Ideen nochmal kurz ansprechen kann. Was ich damit tun könnte zum Beispiel. Ich habe jetzt Inkscape-Erweiterungen vorhin schon genannt, dass wir da dran rumbauen können. Ich könnte jetzt diesem Objekt könnte ich zusätzliche Eigenschaften geben. Das geht dann aber in Englisch. Ich könnte ihm zum Beispiel sagen, das hat eine Tiefe in die dritte Dimension. Also wir haben Breite und Höhe und noch eine Tiefe in die dritte Dimension. Wir haben hier so 100 mm, dann mache ich es mal in die Tiefe 30 mm, wenn wir schönen dicken Klotz haben. Und mit der Zusatzinformation, also es geht in so einem Textfeld, weil das eigentlich ins 2D-Programm nicht reingehört, mit der Zusatzinformation kann ich das dann in eine unserer schönen Erweiterungen schicken. Ich kann zum Beispiel, da sieht man jetzt ganz viele Möglichkeiten, wie man Erweiterungen einhängen kann. Eine davon, die ist von uns selber. Gibt es auch auf Deutsch hier, ja, Pfade nach OpenSCAD. OpenSCAD ist so ein 3D-Konstruktionsprogramm. Das macht mir die Arbeit unten drunter. Und da kann ich jetzt mal sagen, ja, zeig's mir einfach mal, wie dieses Objekt vielleicht aussehen könnte als 3D-Programm. Ah, der mag es nicht, wenn die Zeichnung noch nie gespeichert wurde. An dem Bug bin ich schuld. Schlecht programmiert. Jetzt heißt Zeichnung. Und da geht auf einem anderen Bildschirm ein Fensterchen auf.
Das holen wir mal rüber. Nee, kriege ich nicht rüber, meine Maus mag das nicht. Mal bitte so, dass man alles sehen kann. Das heißt, ich habe jetzt ein 3D-Volumenmodell erzeugt. Und damit würde ich dann den Brückenschlag machen und würde sagen, 2D gezeichnet, ich kann es aber, wenn ich will, mit dem 3D-Drucker ausgeben. Stellen wir uns vor, machen wir noch eine zweite Ebene rein, wo ich eine andere Höhe angebe mit einer Schrift. Ne, schreibe ich jetzt noch einen netten Frauennamen rein, jemand, der mir gut gefällt. Dann habe ich ein Herzchen und sage vielleicht wieder, wie beim Subtrahieren geht das auch, ich mache die Schrift versenkt, ein Stück tiefer. Nicht ganz durch, sonst fällt es auseinander, ein Stück versenkt. Dann hätte ich jetzt mit zwei einfachen Arbeitsschritten, hätte ich mit einem 2D-Malprogramm ein schönes Ding erzeugt. Ich würde vielleicht ein rotes Filament nehmen und nicht gelbes hier. Und dann könnte ich das auf dem 3D-Drucker ausdrucken. Das ist dann so eine Möglichkeit, wie man ins 3D hineingehen kann. Okay, das war so der Schnelldurchlauf, was wir für verrückte Dinge tun. Auf dem Zettel, die Sie jetzt haben, sehen Sie, was Inkscape standardmäßig schon kann. Ich habe immer davon geredet, ich mache noch ein bisschen mehr. Ich teile gerne nochmal zum Abschluss eine Liste aus von all diesen Erweiterungen. Das ist hier Vorder- und Rückseite, das sind etwa so ja, 10, 12 Stück, die wir verwenden, um dann ein bisschen 3D zu machen, im Maker ein bisschen schöner zu machen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, ich bin noch da.